Schiff on Air. Schiffin on Air heißt heute wieder hier bei uns bei Radio Frankfurt. Almut Boller sitzt hier bei mir. Grüß dich. Ja, hallo. Almut, du musst mir jetzt erstmal ganz kurz sagen, wo kommt denn dein toller Vorname her und hat der auch eine Bedeutung? Er hat eine Bedeutung. Es ist ein ganz, ganz alter deutscher Name und den hat meine Mama ausgesucht. Die hatte eine Arbeitskollegin und die fand, mit der kam sie super gut zurecht und deshalb hat sie gesagt, ein Kind muss Almut heißen. Und die Bedeutung? Weißt du das? Heißt edle Gesinnung. Oho. Oh, ja, finde ich auch immer sehr schön, ja. Und passt das auch zu dir? Wir kennen es noch nicht so lange, aber die kurze Zeit, die wir uns jetzt hier ein paar Minuten kennen, würde ich sagen, ja. Ich gebe mir Mühe. Du gibst dir Mühe. Wir sind nicht nur hier, um über deinen Namen zu sprechen, aber auch, um dich persönlich kennenzulernen, aber auch, um über dein Business zu sprechen. Du bist nämlich was? Ich bin Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. Aha, der sitzt in Wiesbaden, glaube ich, ne? Der sitzt in Wiesbaden, genau, in direkter Nähe zum Landtag. Mhm. Und wir kümmern uns um die 30 Heilbäder und Kurorte in Hessen. Da werden wir gleich eine Runde drüber babbeln. Mehrere Runden sogar. Hast du sehr Lust? Sehr gerne. Na klar, sehr gerne. Sehr schön. Craig David haben wir jetzt erstmal und Tom Gregory hier im Sound der Weltstadt. Ich bin Marcel Ehmann. Schönen Donnerstag. Almut Boller, fühlt sich wohl hier bei uns? Ja, auf jeden Fall. Du bist die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. Jetzt musst du es erstmal erklären, was ist denn der Hessische Heilbäderverband? Ja, wir haben in Hessen 30 Heilbäder und Kurorte und die haben sich irgendwann mal zu einem Verband zusammengeschlossen und da darf ich halt Geschäftsführerin sein. Genau. Darf die Interessen vertreten, darf das Marketing organisieren, wir machen die Markenführung Kur. Ja, wir sind viel unterwegs auf der deutschen Ebene, aber genau gemeinsam auch mit unseren Partnern in den Städten. Das ist schon richtig spannend, ja. Seit wann machst du das? Oh, schon ganz lang. Das war wirklich die Preisfrage jetzt. Seit 2001 bin ich bei den Heilbädern und Kurorten dabei, seit 2007 Geschäftsführerin und seit 2017 hauptamtliche Geschäftsführerin. Also schon ganz lang. Das ist ein Ding. Ja. Gibt es auch nicht so oft, dass jemand so lange wo bleibt, oder? Nein, oder ständig irgendwie abgeworben und etc. Ja, fühlt sich wohl dort. Schon Gespräche. Ja. Spricht ja für dich, beziehungsweise den Verband, dass du dort geblieben bist, ne? Ja, irgendwie ist es, wenn man mal so in dieser Bäderfamilie, also so sagen wir das auch immer, wir sind eine Familie ist, dann ist man auch gern dabei, das macht Spaß. Einige der Heilbäder und Kurorte liegen natürlich hier bei uns in Frankfurt-Rhein-Main, ne? Aber der Sitz des Verbandes ist in Wiesbaden, wohnst du da auch? Nein, ich komme aber tatsächlich auch aus einem heilklimatischen Kurort. Ich komme aus Königstein. Aus Königstein? Ja. Okay, also du wohnst da auch noch? Ja. Und bist ja auch geboren dort? Ja. Also auch der Heimat bist du treu geblieben? Ja, schon immer. Ja, irgendwie schon. Das ist okay. Eine Stabilität quasi tatsächlich in meinem Leben. Aber die Aufgaben im Verband, die haben sich halt auch extrem verändert. Mhm. Und wenn ich mal so überlege, so in die ganzen Anfänge zurück, da waren wir auch relativ wenig unterwegs. Das hat sich alles geändert. Also es gibt mehr Sitzungen, es gibt mehr Termine, es gibt mehr Auswärtstermine. Wir sind bundesweit, sind wir ein bisschen auch mit eingestiegen. Der Deutsche Heilbäderverband ist nach Wiesbaden gezogen. Mhm. Auch da sind wir mit den anderen Landesverbänden im Gespräch. Also von daher bin ich auch ganz viel unterwegs und freue mich, wenn ich wieder heimkomme. Die wird sonst nicht langweilig, höre ich daraus, ne? Nein. Was habe ich denn Besonderes in den Heilbädern und Kurorten zu erwarten? Naja, wir haben schon so eine spannende Infrastruktur. Also du kannst vom Gradierwerk bis hin zu... Was für Ding? Von einem Gradierwerk. Das muss ich erstmal erklären, wenn du so Worte hier raushaust. Gradierwerke ist eigentlich ist eine Aufschichtung von Schwarzdorn. Es wird aufeinander gestapelt, sortiert und darüber fließt Sohle. So, genau. Und das ist damit. Das ist gut für die Atemwege, ne? Oder? Es ist perfekt für die Atemwege. Und es ist auch so schön entspannt, weil es plätschert schön die Sohle über diesen Schwarzdorn. Und das macht einfach Spaß und tut gut. Jetzt habe ich dich beim ersten direkt unterbrochen, das hast du jetzt schön erklärt. Also nochmal von bis vom Gradierwerk. Gradierwerk, über die Thermen, Barfußpfade und dann natürlich unsere natürlichen Heilmittel. Also du hast halt Erde, Feuer, Wasser, Luft. Das ist bei uns, sind die Schwerpunkte. Heilquellen, Sohle oder auch Moor. Und damit kannst du auch viel erreichen für dich. Abwehrkräfte stärken und so. Mhm, gerade zur Zeit. Kein schlechtes Thema natürlich. Ja. Aber Barfußweg, war ich schon in Bad Orb. In Bad Orb. Der längste in Deutschland. Der längste in Deutschland und der ist so wunderschön an diesem kleinen Bach da gelegen. Ja. Das war mit meinem Sohn war ich da und der ist 7 Jahre alt und denkst immer, weiß nicht, ob es ihm gefällt, wenn man einen Ausflug in die Natur macht. Der war hellauf begeistert, weil du musst auch so durch den Fluss laufen, ne? Also durch den Bach, der da läuft und so. Da gibt es auch so einen Schlamm,
so eine kleine Schlammstrecke. Genau, ne? Ja, genau. Sehr, sehr klasse. Ja. Natürliche Heilmittel haben wir jetzt auch schon das eine oder andere angesprochen. Mhm. Was gibt es da sonst noch so in Sachen natürliche Heilmittel? Ja, Heilquellen kann ich nur empfehlen. Allerdings, das muss man wissen, so ein Heilwasser, das schmeckt auch schon manchmal intensiv. Aber je intensiver der Geschmack, umso besser natürlich die Wirkung. Na, was schmeckt denn das? Ich muss jetzt gerade dran denken, kommt drauf an, wer vorher drin war oder was? Nee, ne? Nein. Darum geht's ja nicht. Ne? Nein, kannst du schon abzapfen. Also meistens in den Kurparken gibt es so Heilquellen-Tempel und da kann man sich einfach das Heilwasser nehmen und das ist ganz unterschiedlich. Es gibt halt salzhaltige, natriumreiche Wasser. Mhm. Die sind zum Beispiel, wenn man Kopfweh hat, ganz perfekt. Oder wenn man auf Diät ist, man weiß ja auch nicht. Mhm. Dann ist das natürlich perfekt für den Körper, weil das Salz halt und die ganzen Nährstoffe, die da drin sind, den Körper wieder ein bisschen aufpäppeln. Ist das nur was für Kranke, sag ich jetzt mal, oder für alle, die für auch alle, gesund sind? Für alle, genau. Für alle, die etwas für sich tun wollen, die sich mal was Gutes tun wollen. Mhm. Dafür ist das eigentlich perfekt. Weil wenn ich Heilbäderverband natürlich lese und Kurort und denke ich immer, ich muss krank sein erstmal, um dahin zu gehen, aber es stimmt gar nicht, ne? Nee. Auf alle Fälle nicht, sondern einfach das nutzen, was man hat. Und das ist schon großartig. Almut Boller, heute unser Gast hier in den Skyline Studios. Sie ist Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. Ihr könnt natürlich auch im Internet da durchstöbern mal unter hessische-heilbäder.de. Chef on Air. Bei Radio Frankfurt, Almut Boller sitzt hier bei mir. Sie ist Geschäftsführerin vom Hessischen Heilbäderverband, sitzt in Wiesbaden. Almut, viele, viele Gäste, die hier bei mir sitzen, die stöbern die ganze Zeit, wenn Musik läuft, in ihrem Handy rum. Du nicht. Nein, ich will mir das auch abgewöhnen. Du willst es dir abgewöhnen? Genau. Ach so, deswegen kaust du immer nervös an deinen Fingern. Ja, genau. Nein, tust du nicht, aber bist du so ein bisschen handysüchtig, ja? Naja, gut, also man schaut ja schon den ganzen Tag in den Computer und dann, wenn man abends heimkommt, dann nochmal Handy, dann nochmal in einem berühmten Social Network auch nochmal stöbern. Und das möchte ich mir eigentlich ein bisschen abgewöhnen. Dafür ist das Leben viel zu schön, als dass man nur in den Computer schaut. Mhm. Was du aber noch tust wohl, auch morgens das erste nach dem Aufstehen erstmal gucken, was die Facebook Gemeinde schreibt, oder? Ja, natürlich. Ach, ja, natürlich. Und dann sich wundern, dass eine halbe Stunde vergangen ist. Genau. Wo ist die Zeit hingegangen? Gott, genau so ist es aber, ja. Ihr habt mit dem Hessischen Heilbäderverband auch eine Facebook-Präsenz, ne? Jawohl. Um das mal erwähnt zu haben. Instagram seid ihr nicht? Nein, wir sind halt ein kleiner Verband und da haben wir uns ein bisschen konzentriert und das sind Facebook. Ja. Und natürlich auch mit eigener Homepage vertreten, hessische-heilbäder.de. Du kommst aus dem schönen Königstein im Taunus, bist da aufgewachsen und nie weggezogen? Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Ach, so eine Frage stellen meine Dame doch nicht. Ich mache das jeden Tag. Also. Aber ganz ehrlich, das ist auch okay. Also ich bin noch nicht weggezogen aus Königstein. Ich fühle mich da sehr wohl, da zu Hause. Und ich bin 51. Okay, kann man das sagen, oder? Ja, kann man sagen, Na, aber hallo. Ja, wer ist heute noch, genau. Wie wohnst du? Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du ein Haus, eine Wohnung? Hast du ein eigenes Heilbad im Garten? Oder? Ja, davon träume ich noch, eine eigene Heilquelle. Nein, ich habe eine Wohnung, auch mit einem schönen Ausblick auf Frankfurt und auf die ganze Rhein-Main-Ebene und da fühle ich mich wohl. Mhm. 3 Minuten, um mitten im Wald zu sein, bei der schönen Burg Falkenstein oder Burg Königstein, ja, das mache ich sehr gerne. Wandern steht ja auch hier bei deinen Hobbys. Ja, ne? Und Reisen ist bestimmt auch zu kurz reisen. Gekommen die letzte Zeit das wahrscheinlich. Das ist etwas zu kurz gekommen, ja. Wobei ich auch gerne in Deutschland unterwegs bin. Ich sage das ganz offen. Also klar. Aber auf jeden Fall. Vor der Haustüre finden sich manchmal die schönsten Orte. Wunderschön. Ja. Und ich glaube, da gucken wir manchmal zu wenig hin, was wir für tolle Plätze und für tolle Orte haben. Kann man eigentlich nur genießen. Wo gefällt es dir am besten hier in Deutschland? Außer zu Hause? Habe eigentlich so gar keine besondere Ecke, wo ich sage, da muss ich da jetzt immer ich wieder immerhin. Jedes Winter über Silvester bin ich in den Alpen oder so. Gab's auch schon hier. Gab's auch schon? Nein. Ja, klar. Nein, ich gucke gern immer mal in eine andere Ecke rein, bin aber sehr gerne oben an der Ostsee. Das gerne. Und was ich mir jetzt mal so vorgenommen habe, da unten die Alpen noch mal so ein bisschen genauer zu erkunden, das ist jetzt das nächste Reiseziel. Oh, pack dir die dicken Wanderschuhe ein. Ne? Auf jeden Fall, ja. Du bist Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. Was bedeutet denn die Corona-Pandemie für euch?
Das ist alles nicht einfach. Nicht einfach, nein, ne? obwohl ihr doch hier für Heilung sorgt. Ne? Ja, so ist eigentlich unser Gedanke und das tun wir ja auch weiterhin. Aber ich meine, wenn man so mal die Nachrichten einschaltet und der Bundesgesundheitsminister sagt, naja, wir müssen jetzt erstmal alle Operationen verschieben, die nicht unbedingt nötig sind, dann klicken bei uns sofort die Antennen. Die Kliniken laufen leer, sind auch teilweise freigeräumt worden. Geschäfte haben schwer, Gastronomie teilweise geschlossen und das tut uns halt einfach weh. Aber muss ich denn bei euch im Solebad auch mit Maske rumlaufen, da wo es um die Atmung geht? Das wäre doch Quatsch, oder? Also wir hatten ja auch gerade im letzten Jahr lange Schließungszeiten. Das ist extrem schwierig, weil trotzdem Kosten entstehen für die Thermen. Mhm. Das heißt, es muss jemand da sein, Wasser muss durchgespült werden und all diese Dinge. So, und jetzt sind wir bei der 2G+-Regelung. Das heißt, die Damen und Herren, also unsere Gäste, müssen einen tagesaktuellen Test mitbringen, sofern sie nur zweimal geimpft sind. Das heißt, Aufwand möchten viele nicht machen. Mhm. Also weniger Besucher. Besucher dürfen wir sowieso nicht mehr so viele in die Thermen lassen, damit es keine Klümpchen gibt, sozusagen. Ja. Und die Ansteckungsgefahr sinkt und das macht es wirtschaftlich kaum mehr leistbar. Thema ambulante Vorsorgeleistung. Dauert das jetzt länger, wenn du das erklärst? Weil dann schieben wir es auf den nächsten Talkplatz oder kannst du es erstmal in Kürze Ich versuche das anreißen? In einem ganz kurzen Satz. Und zwar kann ich heutzutage zum Arzt gehen, wenn ich eine besondere Behandlung brauche und beantrage eine ambulante Vorsorgeleistung. Und das mache ich wiederum in einem Heilbad oder in einem Kurort. Was kriege ich dann bei dir? Alles, was ihr halt anbietet, ne? So ungefähr. Moorbad, Solebad auf, was war das eben, Mistelzweigen? Nee, nee. Nein, das ist Schwarz, das, wo man sich drunter küsst. Ne? Genau. Schwarzdorn, genau. Ja, gut, ich kenne mich noch nicht so ganz so aus, aber ich muss mal wieder zu euch kommen. Weil man geht da nicht nur hin, wenn man krank ist, sondern natürlich auch zur Vorsorge. Auf jeden Fall. Chef on Air. Mit Almut Boller, sie ist Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes, sitzt in Wiesbaden, du selber kommst aus Königstein im Taunus, haben wir schon geklärt, ne? Bist schon ganz lange dabei, 25 Jahre? Oder? Ein bisschen länger, glaube ich schon, aber das muss man nicht genau nachzählen. Na gut, was hast du vorher gemacht? Wie ist so dein Werdegang? Also wir haben schon geklärt, du kommst aus Königstein im Taunus, wohnst du auch weiterhin? Bleibt bei Königstein im Taunus. Ich habe da gelernt und zwar im Kurbad. Bürokauffrau hieß damals. Ach, ging auch direkt mit Kurbad. Genau. Und von da habe ich dann ganz viele Veranstaltungen gemacht. Was für Veranstaltungen? Alles, was in Königstein angestanden hat. Königsteiner Forum, Schlosskonzerte, Tanzabende, Ui. Vorträge, alles, was da so entstanden ist. Markt für Hobbykünstler. Schön mal Gespensterspektakel. Mhm. Diese Veranstaltung habe ich geliebt. Ja, das war so richtig entspannt. Ja. Und an dem Tag noch überlegt, Gott, was machen wir jetzt so? Diese ersten, was wir heute jetzt als Halloween können. Ja, haben wir damals gemacht, quasi als Gespensterspektakel. Ja, ich muss gerade eben mal seufzen, weil Thema Veranstaltung ist natürlich gerade so Corona jetzt ein bisschen blöd. Ja. Aber du hast selber auch Vorträge gehalten? Oder tust du es auch immer noch? Nee, oder Seminare, oder was machst du? Weil du hast mal nämlich eben im Vorgespräch erzählt, du bist kein Radio Amateur, du warst schon öfter mal im Radio oder Fernsehen oder so und hast doch selber mal gesprochen, bei dir wäre mal jemand eingeschlafen, hast du gesagt. Das habe ich jetzt verraten. Deswegen spreche ich das drauf an. Genau, also zu diesem Thema. Lag mit Sicherheit nicht an dir. Das war in so einem Training so, und da gab es so diese typische Übungsstunde und einer tatsächlich geschlafen. Von daher, also Vorträge an sich, also halt immer alles, was mit meinem Beruf zu tun hat, mit den Heilbädern, Kurorten, was es dort Neues gibt, anderes gibt, was man vielleicht anders machen kann. Mhm. Also auch diese ganzen Sitzungen, die müssen ja moderiert und geleitet werden. Das darf ich alles machen, ja. Und vielleicht lag es einfach dran, weil du so eine schöne, beruhigende Art hast. Ja. Hoffen wir es. Und der Mensch war eh schon platt, ist dann halt einfach eingeschlafen. Wahrscheinlich. Nimm's nicht persönlich. wir haben gerade, oder du in dem Fall natürlich, hast die Markeneinführung von Die Kur angesprochen. Ja. Was versteckt sich denn dahinter, hinter dieser Marke? Ja, das ist für uns was ganz Besonderes, auch für mich. Wir haben einfach die Kur, diese Marke, mal definiert. Das ist ja schon 2000 Jahre alt, das Konzept. Die Römer, die jetzt zum Beispiel in Wiesbaden in den Wiesen gebadet haben, da ist ja im Grunde die Kur entstanden. So, und wir haben uns gedacht, tolles Konzept, muss man halt nur noch mal genauer betrachten. Und das haben wir gemacht, die Marke beschrieben. Und im Moment entwickeln wir spannende Angebote, die Sie ab Herbst buchen können. Jetzt habe ich doch glatt gelernt, dass der Name Wiesbaden echt von den Römern kommt, weil die in den Wiesen gebadet haben. Genau so ist das. Meine Güte, was ich alles lerne hier bei dir. Du hast eben angesprochen, du hast eine kleine Wohnung. Wohnst du da alleine? Jetzt geht es in die Vollen, aus der Familie, genau, aus der Freund alleine, oder Kinder genau. oder so.
Familie? Nein. Nicht? Keine Und noch eine tolle, tolle Familie, doch drumherum, aber ich selbst habe keine Familie. Alles klar, alles klar. Kochst du gerne? Ich esse lieber. ich auch. Okay, aber selber kochen gar nicht so? Lieber nee, nicht, das ist nicht so mein Talent. Und da fehlt mir dann auch manchmal wirklich die Geduld. Okay. Was wär's für ein Auto? Ein Opel Astra. Schön. Ja, in Kokosnussbraun. Kokosnussbraun? Ja. Auch außergewöhnlich, ne? Ja. Fährst du auch Fahrrad? Selten. Ich hasse Fahrradfahren. Ich auch. Ich liebe E-Bike. Ja, wenn ich das so höre, ich auch. Sobald ich ein E-Bike mir leisten kann, werde ich mir eins kaufen. Momentan sind die noch zu teuer. Gerade bei dir müsste man doch so ein E-Bike oder ein Mountainbike. Eigentlich haben, aber ich laufe ich dann doch lieber. Wanderlust hast du nämlich. Wanderlust, ne? Genau. Kunstkonzerte und Lesungen steht dir noch bei dir als Hobbys. Ach ja, schön. Uiuiui. Ja. Almut bedeutet ja edle Gesinnung und so, ne? Ja, so schön, oder? Wenn ja, auf jeden Fall. Also jetzt hier Frankfurt, Rembrandt-Ausstellung. Ich habe schon Karten für die nächste Renoir-Ausstellung. Mhm. Konzerte gehe ich auch sehr gerne. Und in so Ausstellungen gehst du so richtig auf, ja? Weil ich laufe da immer durch, finde es toll, aber mir sagt das irgendwie alles nichts. Aber dir geht da das Herz auf, ja? Mir geht da das Herz auf, genau. Schön. Ja, du machst es auch selber, zeichnest auch selber und schreibst, hast du zumindest ja, hier geschrieben. Ja, ab und zu male ich auch mal, greife ich zum Bleistift quasi, so ein paar Zeichnungen. Das geht ganz gut und ja, ich besuche eine Schreibwerkstatt. Mhm. Das ist echt eine Herausforderung, weil du musst ja, du schreibst ja nicht für dich, sondern du musst auch gucken, dass du alle mit einfängst. Und das ist schon sehr spannend, ja. Mhm. Almut Boller sitzt hier bei uns diese Stunde in den Skyline Studios, Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. Gleich babbeln wir noch eine letzte Runde weiter nach der Purple Disco Machine und NXS. Ich bin Marcel Ehmann. Schönen Donnerstag. Bei mir sitzt Almut Boller, Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. Und indem ihr denkt, ihr könnt da nur hingehen, wenn ihr krank seid, weit gefehlt. Das ist auch prima zur Vorsorge. Ne? Ganz auch genau. Wenn man so gesund ist, kann man sich da einiges abholen. Und du bringst uns auch wieder in Balance. Jawohl. Richtig, gell, oder? Auf jeden Fall. Wie machst du das? Ja, es geht ja erstmal um Ausgleich. Wir haben ja schon alle gemeinsam eine super schwierige Zeit, müssen wir doch mal ehrlich sein. Aber es gibt ganz viele Tipps und Sachen, die man machen kann. Einfach mal da sitzen in einem Kurpark, vor sich hin träumen. Hm? Das, einfach vor sich hinträumen. Einfach vor sich hinträumen, genau. Gute Idee. Mal ein paar Ideen sammeln, was man noch unternehmen könnte. Mal schauen, was es für tolle Veranstaltungen gibt. Also da gibt es ganz, ganz viel, was du tun kannst. Und das bringt dich wieder in Balance. Was machst du selber, um persönlich in Balance zu bleiben? Ich gehe tatsächlich viel laufen. Mhm. Das brauche ich auch, wenn es geht, so gerade an den Wochenenden gehe ich schon mal 1-2 Stunden. Das tut Taunus. Mir richtig. Im Taunus natürlich. Bei dir vor der Haustür, ja. Und ja, auch, aber wenn es geht, auch mal eine andere Strecke. Das gehört auch dazu. Die Whisper Trails zum Beispiel in Bad Schwalbach, Schlangenbad, super, super, super schön. Kann ich nur empfehlen. Mhm. Guck mal, die Dame hat auch noch Tipps hier Auflage ja, für die Freizeit. wie sieht denn das Heilbad der Zukunft aus? Weil wenn ich an Heilbäder und Kurorte denke, habe ich immer was Altes im Kopf. Mhm. Ist es ein dummes Vorurteil oder ist es noch so ein bisschen so? Und wie sieht das Heilbad der Zukunft aus? Ja, es ist halt einfach so und wir haben ja viele Kliniken auch. Das ist ja auch ein Hauptbestandteil in den Orten. Und da sind halt auch viele ältere Menschen, aber die gehören ja genauso zur Gesellschaft wie wir alle. Und ob wir jetzt alt sind oder jung sind, herzlich willkommen. Mhm. Und das könnt ihr alles in einem Heilbad erleben. Kurparke, Thermen, gibt ganz tolle Sachen, was man auch mit Kindern machen kann, wie zum Beispiel dieser Barfußfahrt. Mhm, habe ich gemacht, haben wir eben drüber gesprochen. Wunderschön Bad Ort. Tolle Spazierwege. Es gibt auch Orte, die sich komplett auf Sport und Bewegung ausgerichtet haben. Mhm. Gehen wir mal nach Willingen. Da entsteht im Moment einmal eine Therme und es entsteht auch die größte Hängebrücke im tibetanischen Stil. Was? Eine riesige Hängebrücke. Im tibetanischen Stil? Wie ja. sieht denn der aus? Ja, das ist halt so ein besonderer Baustil. Aber wenn man da, also in der, also die Landschaft ist schon so toll. Du hast überall Blicke und dann noch über so eine Brücke gehen. Kleine Herausforderung, by the way, genau. Da darf man keine Höhenangst haben. Nein, darf man nicht. Aber ehrlich gesagt freue ich mich da schon drauf, weil das halt was Besonderes ist und weil das halt auch dazu beiträgt, so eine kleine Auszeit zu bekommen. Das klingt also wirklich richtig klasse. Wann wird die fertig sein? Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nächstes Jahr. Oh, genau. Gar nicht mehr so lange hin. Bisschen Vorfreude, genau.
Es gibt eine Aktion, die unterstützt Kurstadt, hilft Kurstadt. Ja. Was steckt dahinter? Warum macht ihr das? Das ist für uns eine Herzensangelegenheit. Und zwar, wir hatten ja im vergangenen Jahr ziemlich viel Wasser in Bad Münstereifel und Bad Neuenahr. Da sind ja diese Sturmfluten reingebrochen. Und da unterstützen wir diese beiden Kurorte. Machen wir gemeinsam mit Bad Nauheim. Die haben diese ganze Initiative ins Leben gerufen und schauen, einmal sammeln wir natürlich Geld, ganz platt. Geld, da wird gebraucht, da gibt es Leute, die haben nichts mehr. Aber wir schicken auch schon mal die Kommunen hin, da gehen die Damen und Herren aus den Betriebshöfen, helfen da, bauen auf, räumen auf, muss immer noch aufgeräumt werden. Und so gucken wir, dass wir halt diese Orte unterstützen. Prima, finde ich super. Wenn du uns jetzt mal auf eine Reise mitnimmst durch die Heilbäder und Kurorte hier bei uns in Rhein-Main, beschränken wir uns darauf. Wo gehen wir hin? Wo nimmst du uns hin mit? Ach, zum Beispiel nach Bad Homburg mal in den Kurpark dort rein, wenn es geht, in das Kurroyal. Das ist wunderschön, sehr entspannend. Mhm. Kleineres Day-Spa, sagt man heute dazu. Mhm. Es ist perfekt für eine Auszeit. Königstein im Taunus natürlich mit den zwei Burgen. Heilklimapark, wunderschön. Oder aber auch mal tatsächlich nach Bad Schwalbach, gibt es im Übrigen auch einen wunderbaren Barfußpfad. Aha. Genau, und ein Landesgartenschaugelände, was man noch heute besuchen kann, mit einem begehbaren Moor. Ui. Das ist sehr cool, ja. Das klingt prima. Was steht für dich in der Zukunft an? Du wirst immer dort bleiben wahrscheinlich, weil du bist ja so eine treue Seele, bist schon... Hast du mit dem Kurbereich schon angefangen mit der Ausbildung in Königstein? Ja, irgendwie erstmal schon. Erstmal ein paar Veranstaltungen, aber dann doch im Kur- und Heilbereich geblieben. Ja, wenn man in dieser, wie gesagt, in dieser Familie ist, da kommt man kaum mehr weg. Wir haben ja so. Will man doch auch gar nicht. Das klang gerade so wie verhaftet, aber ich glaube, du willst es doch gar nicht. Nein, im Moment fühle ich mich sehr wohl dort. Ja, genau. Wunderbar. Wünsch dir weiterhin eine prima Zeit und auch, dass bald Corona zu Ende ist und auch ihr wieder alle reinlassen könnt, die rein wollen. Schön, dass das du hier warst. Das wünschen wir uns auch. Ein Wunschsong darf ich dir noch erfüllen, sehr gerne. Und zwar? Rosgal mit Ella Ella. Warum? Keine Ahnung, das ist ein Lied, das kenne ich schon seit meiner Jugend und ich mag das einfach. Und du weißt, was Ella Ella heißt? Das geht um Ella Fitzgerald. Die genau. Ist Rosgal. Ella Ella, Chefin und er bei Radio Frankfurt. Heute mit Almut Boller. Sie ist Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes. Auf Facebook vertreten und natürlich auch im Internet unter hessische-heilbäder.de.